Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land, unserem RP-Projekt. Und ich rufe mal, vielleicht ist der auch im Funk, warte mal. Hallo? Ja, hallo. Hallo, Herr Kolaritsch. Ja, bitte. Ich habe so Glück, dass ich Ihr Funkgerät gerade eingeschalten habe. Der bringt meinen Dieselanhänger, der Neumann. Es ging darum, was Sie denn machen sollen auf meinem Feld. Ja, genau. Ich wollte nur nachfragen, was ich auf der 106 nachher ansehen soll. Oder vielleicht auf der 109 auch gleich mit. Ja, müssten Sie mal gucken, wie viel Saatgut noch drin ist. Ja. Könnte sein, dass es leer ist. Oh, okay. Dann müsste man beim Neumann ein bisschen Saatgut holen. Also Moment, ich muss ja beim Händler abbiegen. Mist. Herr Varuna! Moment! Dann... Melde ich mich einfach wieder bei dir, wenn's... Ich weiß, wie viel Saatgut ich brauche. Ja, je nachdem einfach zum Händler und dann kaufen. Ja. Geht ran. Und düngen auch? Düngen Händler. Vorher bitte, dann ansehen und dann nochmal drüber düngen. Was? Dünger sollte man noch haben, oder? Schönen Tag noch, wenn ich komme gleich nochmal, Moment. Achso. Ich wollte, sonst hätte ich. Ich bin gerade noch im Funk. Einen Moment. Jojo, alles gut. Erst düngen, säen, düngen. Ja, ja, das ist klar, aber haben wir noch Dünger im Haus, oder? Keine Ahnung. Ja, okay. Ich sag das dem Händler Bescheid. Beim Landhandel dann was holen. Beim Herrn Neumann ist das, oder? Jupp. Und sagen Sie, das geht auf meinen Nacken. Richtig aus. Gut, bis dann erstmal. Dann, ciao. Tschüss. Hallo. Ja, servus. Ich hatte eigentlich damit auch spekuliert, dass ich dein Auto jetzt habe. Ja, sie haben ja gesagt, also ich habe denen schon gesagt, die sollen es mal endlich zurückbringen, aber irgendwie kommen sie nicht aus den Hufen und ich werde das jetzt, glaube ich, mal selbst abholen. Wer, wo, wie, was? Das soll doch der andere, der hier, wie heißt der, Stefan Müller. Wie, der hat ihr Auto? Ja. Sie wissen schon, dass der erstmal einen Führerschein auffrischen muss. Der hat angeblich Führerscheinprüfung und irgendwie hat er mein Auto, also... Ja, genau deshalb wollte ich ja das Fahrzeug haben. Hä? Wieso? Irgendwas macht der mit dem Richter, Aber hat... Moment, warten Sie mal. Hat er das Fahrzeug abgeholt? Weiß ich nicht, ich war nicht hier zu dem Zeitpunkt. Ja, ich hab gedacht, ich krieg ihr Fahrzeug, dann fahre ich da hoch. Ach so. Voll Idioten, ey. Ich hab gesagt, ich komm hoch. Dann organisieren die ein Auto, die sind doch dumm. Okay, ich ruf die mal an kurz. Moment. Ja, machen sie das. Machen wir hier. Hallo, Polizeikundler, Hallo, Herr Richter. Hallo. Ihr Spätzle hat mein Auto geholt. Wie, mein Spätzle? Ja, irgendjemand hat das Auto geholt, mit dem ich jetzt die Prüfung machen wollte. Was hatten Sie denn für ein Auto? So einen alten Pickup? Ja, den hatte ich reserviert. Der steht aber hier oben, da hat er ja eben der Herr Stefan Müller mit dem Frontlader ein Stück dran gearbeitet. Ich weiß auch nicht. Warum lassen Sie den eigentlich fahren, wenn der einen Führerschein erst auffrischen muss? Ich lasse den nicht fahren, der fährt von sich aus. Ja, Sie sind die Polizei, dann sollten Sie ihn mal anzeigen? Der muss nicht auffrischen, der muss nur eine Prüfung nochmal wieder, der muss nur nochmal eine neue vorlegen, wegen einfach nur, damit es vollständig ist. Weil der braucht eine neue Prüfung, also der darf noch fahren, aber der braucht nur nochmal eine Prüfung. Sie aber er nicht. Baut Unfälle am laufenden Band. Ich dachte, Sie sind der Fahrschullehrer, Herr Varuna. Ja, Moment, bin am Telefon. Hoch, kommen Sie mal hoch und dann gucken wir mal. Ist der Herr Müller gerade bei Ihnen? Ja, der steht neben mir, ich gebe Sie weiter. Hallo? Hallo, Herr Müller? Ja, kommen Sie zum Punkt. Ich muss Ihnen gleich noch ein paar Bilder zukommen lassen. Dann der Herr, mir ist es auch nur kurz aus dem Augenwinkel aufgefallen. Ich habe den danach auch sofort gestoppt. Aber der Herr Stefan Müller hat an Ihrem Auto mit einem Frontlader-Traktor rumexperimentiert.
Das darf doch nicht wahr sein, Alter. Ich hab's das auch nur aus dem darf doch. Augenwinkel gesehen und dann direkt hingestoppt. Ich kann ihm mal die Bilder Müller, steig ein, wir fahren hoch. Ja, warte. Da ist jetzt total viel kaputt. Aber ich muss sagen, das Auto fährt noch. Oder wollen wir mit dem LKW fahren, Herr Varuna? Stefan Müller, hier ist mir wurscht, Zeit. Geben Sie Gas, Zeit ist Geld. Wenn Ihnen der Herr Zeit, Stefan ey. Müller zu, entgegenkommen sollte, regeln Sie die Straße zu. Und rufen Sie mich an. Ja, ich leg mal auf. Ah, was die Vollidioten machen, ey. Angeblich soll er jetzt an meinem Auto mit dem Frontlader rumexperimentiert haben. Ja, hat er mir auch schon gesagt. Das ist... Ach, ich weiß nicht, ob die so aufgehoben sind hier. So richtig im deutschen Straßenverkehr. Ja, sie sollten mal überlegen, dass sie nicht eben ihr Fahrzeug geben. Und sonst, wie laufen die Geschäfte, Herr Müller? Auch eigentlich ganz gut. Die 15.600 hatte ich Ihnen überwiesen. Ja. Ach nee. Nicht. Das war doch der Typ gerade. Das ist Ihr Auto, ja. Och Gott, das tut mir weh, das anzusehen. Also wollen Sie jetzt da hoch oder wollen Sie zu ihm? Fahren Sie hoch. Ich okay. rechne nach Stunden ab. Mir wurscht. Wir haben ausgemacht, Treffpunkt ist Polizei. Ich bin mal noch kurz was am Telefonieren. Dann kann ich mal ins Tablet gucken. Und zwar... Holzkohle. Hätten wir schon wieder drei Paletten, das ist ganz gut. Karton hätten wir fünf. Dann rufe ich mal gerade auch jemanden an. Ja, Blaubeer. Hallo, Herr Blaubeer. Gute Nachrichten habe ich für Sie. Ja. Die Paletten und alles wären fertig. Ja, super. Alles klar, dann sage ich dem Herrn Ray 6 Bescheid. Dass er sich mit in Verbindung setzt, zwecks der Abholung. Jupp, passt. Bis dann. Danke, ciao. Tschüss. So, musste gerade nebenbei noch ein paar Geschäfte reden. Ja, ich musste auch noch was telefonieren. Ich glaube, Sie können Ihre Fahrstunde heute... Ja, passen Sie auf, Herr Müller, da ist ein Blitzer. Ja. Ja, wo ist denn das Auto jetzt? Kaputt oder was? Angeblich soll es ja kaputt sein. Hey. Wissen Sie was? Was? Die Anfahrt wird trotzdem berechnet. Ja, ist wenn ja Sie nicht zahlen, gibt es eine Mahnung. Ja. Ich denke, es ist Polizeigelände, die Einfahrt. Jo. Ist ja ausreichend beschildert. Ja, nur es gibt ja... Alter. Was gibt's? Es gibt ja jetzt noch zwei Einfahrten. Einmal... Ey, was ist mit der Ecke los? Was ist mit Ihrem Lenker? Lenkrad los. Ja, gerade eben war der Lenker irgendwie komisch. Ich glaube, da muss ich noch mal ein bisschen die Servolenkung einstellen. Ach, hier steht doch ein Auto. Können der Pickup. Das wüsste ich auch gerne. Von wem haben sie denn beschlagnahmt? Richter, ja, was los? Hallo, ist der Herr Müller zufällig bei Ihnen in der Nähe? Ja, auch. Müller, hier, Telefon. Hm? Hallo? Ich wollte gerade den Herrn Stefan Müller anhalten, der ist bei ihr. Sie kennen doch die große Brücke. Ja, schießen Sie los, was ist? Da ist der leicht aufs Geländer gekommen und die Auto liegt jetzt auf dem Dach.
Boah, ist doch nicht Ihr Ernst, Alter. Lassen Sie es abschleppen, die Kosten, alles geht auf ihn. Auf oder Stefan auf seine Müller Versicherung dann. Jo. Oh, ist doch nicht wahr. Was ja, ist? Tschüss. Ach, jetzt haben die mein Auto noch aufs Dach bekommen. Ich glaube, davon kaufe ich mir ein neues. Ist der Richter noch dran? Herr Richter? Ja. Ah ja, der ist noch dran. Ja, gib mir mal her. Bitte sehr. Volker Varuna hier, hallo? Ja, ich wollte den Herr Müller gerade anhalten. Ich bin gerade von oben gekommen. Der Neumann ist vor den gefahren. Dann kam ich gerade von oben und dann fährt der Herr Müller hier einfach übers Geländer und dann der auf dem Dach, der kriegt jetzt erstmal ein paar schöne Anzeigen deswegen. Und der fliegt jetzt auch sofort bei der Polizei raus. Logische Folge. Ja, logische Folge. Gut, ich müsste Ihnen trotzdem 1000 Euro berechnen für die Anfahrt. Was? Ich müsste Ihnen 1000 Euro berechnen für die Anfahrt. Ja, Sie kriegen sogar mehr, weil Sie gekommen sind. Ja, wie ich. Toll, umsonst hierher geguckt, ey. Oh, danke, tschüss. Vielleicht. Alter, so ein Vollspacken, ey. Ich weiß nicht, was die Polizei für Leute einstellt. Hier schmeißen sie die Mülleimer rum. Eieiei. Mach mal die Türe zu. Na, immer ins Klo sauber. Oh. Ab die Luzi. Ja. Das Klo ist sauber, haben sie da jetzt reingekommen. Was muss, aber ich habe es ordentlich hinterlassen. Okay. Ja, ich bin ja auch kein Schwein. Alter. Diese Einfahrt. Naja, die ist halt nur für Autos gemacht. Ich weiß nicht, was manchen Leuten im Kopf rumgeht. Ich auch nicht. Langeweile. Ja, wahrscheinlich. Unfähigkeit. Möglich. Achtung. Was kommt denn hier eigentlich hin? Da steht doch was. Oh, nee. Was? Oh. Hoi, oh, guck. Boah. Kann ich die kaufen, die große Dose hier? Können Sie vielleicht mal gucken, ob da was drin ist und dran zapfen? Ja, das wäre auch eine Idee. Heide Bimbam. Boah. Oi. Und was für ein Oschi-Tanke, ey. Da kommt wieder Dosen raus. Hey! Sieht eigentlich schön aus, das Gelände hier. Uiuiui. Oh, ich glaube, ich muss mal anfangen zu sparen. Ja, wissen Sie, ist halt einfacher, wenn man an der Quelle sitzt. Ja. Ich kaufe mir halt einfach keine Produktion. Ich will mir den Stress nicht antun. Es ist nicht mein Hauptberuf. Ich möchte davon genügend Zeit aufbringen können. Und deswegen. Ja, dann machen Sie doch ein bisschen Felderwirtschaft. Ja, ich habe auch ein Feld. Können Sie ein bisschen Nebenerwerb? Ich überlege auch auszubauen auf ein zweites Feld. Ja. Im Notfall lassen Sie das LU ein bisschen arbeiten. Ja. Also hoffentlich können wir da überhaupt lang fahren. Nicht, dass wir hier so einen langen Umweg fahren müssen. Tja, möglich ist alles. Nee, steht wieder, oder? Ich sehe jetzt gerade noch nichts. Oh doch, da steht er. Da ist ein Traktor. Das Polizeiauto steht aber auch nicht so gut. Oh, aua, das tut weh. Aber wir können wenigstens hier lang fahren. Zum Glück bin ich halbwegs gut versichert. Warte mal, muss mal kurz ein Foto machen. Ein Foto für Instagram?
So, und weiter. Nur nicht so lange rumstehen, sonst kriegen wir noch einen Strafzettel wegen Gaffen. Ja, der Richter hat seinen Strafzettel, sein Polizeiauto aber auch ganz schön kaputt gemacht. Tja, ja. Warte mal, ich muss mal gerade gucken. Ne, der hat nur nichts überwiesen. Gut, liebe Leute, aber das war's auch für die heutige Folge Real Farming LS19 meets Reality. Ja, unnötigerweise zur Polizei gefahren. Was wir morgen machen, weiß ich noch gar nicht. Vielen Dank an den Herrn Müller fürs Mitnehmen. Immer wieder gerne. Und ja, bis dahin. Macht's gut. Tschüss.